So, da, grüß euch zu neuen Folgen von Let's Barbecue & Grill. Das sind heute meine ganzen Zutaten. Mehr gibt's nicht, weil ich will noch was probieren. Da habe ich im Supermarkt eine Salzplanke entdeckt. Schaut recht gut aus. Dann habe ich mir ein Ribeye mitgenommen. Dann brauche ich da für später einen Gewürzpfeffer. Ich habe da Pfeffersteak von Spice World. Ihr könnt natürlich nehmen, den euch schmeckt. Dann habe ich da ein scharfes Messer, ein Bredel, das war schon alles. Und weil der Stein noch neu ist, trage ich den jetzt einmal raus auf den Grill und lasse den einmal bei 150 Grad langsam erwärmen und da lasse ich ihn draußen so eine Dreiviertelstunde und dann geben wir richtig Gas. Aber das sehen wir nachher. So, der Grill hat 150 Grad, der linke brennt es an, der rechte brennt es an und in der Mitte lege ich die Salzplanke hin und die lassen wir mal aufheizen. Also 150 Grad, halbe Dreiviertelstunde, dass es einmal langsam warm wird. So, da. Jetzt ist es schon schön warm. Jetzt schieben wir das um. Das ist eine Dreiviertelstunde vergangen. Jetzt schiebe ich es in den direkten Bereich. Und gerade den unteren Brenner auch noch auf. Und jetzt lassen wir es ordentlich Hitze aufnehmen. Dann legen wir das Fleisch auf. So, die Salzplanke, der linke brennt es an, der rechte brennt es an, die Salzplanke liegt genau dazwischen. Jetzt legen wir mal das Steak auf. Das passt genau auf. Das Steak ist nicht gewürzt, gar nichts. Und das lasse ich jetzt 2,5 Minuten da pro Seite liegen. So, da, 2,5 Minuten sind um. Drehen wir es um. Und von der Seite wieder 2,5 Minuten. So, jetzt war die andere Seite auch 2,5 Minuten. Jetzt drehe ich es wieder zurück. Und schiebe den ganzen Salzstein in den indirekten Bereich. Da drehen wir an. Und jetzt lasse ich es einmal so 5-6 Minuten. Lassen wir es da mal liegen. So, dann schneiden wir mal da rein. Schneiden wir gleich in der Mitte durch. Jawohl, das schaut schon besser aus. Schneiden wir sie ein Stück runter. So, da haben wir uns ein wenig Pfeffer her. Und dann kosten wir das gleich. Entschuldigung, ich wollte ja was sehen. Ich koste nur einmal. So, da schneide ich mir wieder ein Stückchen runter. Bin ja nicht so. Für euch koste ich nur einmal. Auf euch! Es schmeckt herrlich. Die Salzplanke, die macht wirklich einen guten Geschmack. Natürlich das Pfeffer von Spice World ist auch herrlich. Aber auch ohne den Pfeffer. Jetzt probieren wir ein Stückchen ohne den Pfeffer. Der Geschmack und der Salzplanke ist wirklich herrlich. Probiert es aus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich esse wieder weiter.